So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, die Katastrophe als neue Normalität, was sich ändern muss, damit Deutschland krisenfester wird. Mein Name ist Knut Fleckenstein, ich bin der Bundesvorsitzende des AfD und ich würde beginnen, indem ich Ihnen unsere Gäste vorstelle. Und mit einer Entschuldigung muss ich leider auch beginnen. Ich melde mich hier aus Brüssel, weil ich an einer Sitzung teilnehmen sollte, die um 16 Uhr beginnen sollte, aber jetzt um 19:30 Uhr beginnen wird. Und deshalb kann ich Sie nur begrüßen. Das macht aber nichts, weil wir haben einen sehr guten Ersatz und mehr als einen Ersatz, nämlich einen, der in der Materie noch besser drin ist. Kein Abend heute ohne Scholz, diesmal Dr. Georg Scholz. Unser Bundesarzt, Bundesvorstandsmitglied und auch als Landesvorsitzender von Nordrhein-Westfalen kann er einiges zu diesem Thema beitragen. Recht herzlichen Dank, lieber Georg Scholz, dass du so schnell dazugekommen bist. Ich begrüße vor allem aber unsere Gäste. Andrea Lindholz von der CSU sehr herzlich, Sandra Budendorfer-Licht von der Freien Demokratischen Partei, Dr. Janusz Dahmen, eben war er auf dem Weg rein, ich weiß nicht, ob man ihn schon sehen kann, von dem Bündnis 90 der Grünen, Sebastian Hartmann von der SPD und Dr. André Hahn von den Die Linke. Besonders herzlich begrüße ich auch Armin Schuster, den Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK genannt, und vom Arbeiter-Samariter-Bund Edith Wallmeier, unsere Geschäftsführerin, und Boris Michalowski vom ASB Berlin-Neukölln, der auch als Einsatzkraft im Ahrtal sehr aktiv mitgearbeitet hat. Und die Moderation wird vom Deutschlandfunk nachher Mario Dobowiszek übernehmen, dem ich sehr dankbar bin, dass er das heute machen wird. Ich will Ihnen jetzt nicht eine lange Einführung halten, aber uns geht es in erster Linie um drei Punkte. Zum einen um den Ausbau der Vorsorgestrukturen im Bevölkerungsschutz. Mittel und Material sind ja vorhanden, auch wenn es ein bisschen mehr sein dürfte. Aber ich glaube, dass es eben auch sehr wichtig ist, einen Schritt weiter zu gehen und die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung weiter auszubauen. Dafür brauchen wir Bildungsangebote, Ausbildung, Informationsveranstaltungen und Informationstools. Und wir müssen in Deutschland Katastrophenprävention und Vorsorge betreiben. Das tun wir nicht im ausreichenden Maße. Prävention auch deshalb, weil sich ja gezeigt hat in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, dass sich in kommenden Jahren oder dass sich die Katastrophen eher verschlimmern und wir müssen davon ausgehen, dass sich diese in kommenden Jahren auch wiederholen. Wir müssen Menschen auf solche Lagen vorbereiten und der Klimawandel ist eben ein realer Faktor, mit dem wir umgehen müssen. Der zweite Punkt ist die Reform des Krisenmanagements der Strukturen. Und da sind wir als Arbeiter-Samariter-Bund der Meinung, dass wir rauskommen müssen aus dem Kompetenzgerangel von Bund und Ländern, dass Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz in einer Hand organisiert werden sollte. Das heißt nicht, dass bei jeder Katastrophe ein Ministerialrat in Berlin oder Bonn plötzlich die Einsatzleitung übernimmt. Aber dass es doch eine zentrale Stelle gibt, die Wissen und Erfahrung weitergibt. Vor Ort muss sie dann kompetent ausgeführt werden. Der dritte Punkt bezieht sich auf unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, nicht nur unsere, sondern die aller Hilfsorganisationen. Wir brauchen wirklich eine bundeseinheitliche Regelung für die Freistellung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für Einsätze, Ausbildung, Übungen und Lagen,
auch unterhalb der eigentlichen Katastrophenlinie, also bei Großschadensereignissen beispielsweise. Das gibt es, Gott sei Dank. Da sind wir nicht neidisch, das gönnen wir Ihnen. Es ist auch wichtig, dass das so ist beim Technischen Hilfswerk. Aber wir glauben, dass es auch bei den Hilfsorganisationen notwendig ist, weil immer wieder gibt es dort auch Probleme mit dem Arbeitgeber. Und man muss einen Weg finden, das vernünftig für alle zu regeln. Der ASB ist nicht besser als andere Organisationen und auch nicht schlechter. Ich glaube, alle Hilfsorganisationen sind sehr engagiert und müssten deshalb auch, meinen wir, ein bisschen mehr einbezogen werden, wenn es darum geht, gemeinsam uns auf neue Katastrophen vorzubereiten. Die werden kommen, da sind wir ganz sicher. Und ich freue mich, dass ich wenigstens am Anfang noch ein bisschen mitbekommen kann, was zu diesem Thema zu sagen wird. Das Thema eignet sich nicht für den Wahlkampf, auch wenn es natürlich jetzt mitten im Wahlkampf stattfindet. Aber es ist etwas, was uns, glaube ich, alle bis zu einem gewissen Grad verbindet, auch wenn im Detail unterschiedliche Ansichten da sein mögen, wie man sich am besten vorbereitet, damit solche Katastrophen, wie wir sie gerade erlebt haben, nicht in diesem furchtbaren Ausmaße sich wiederholen. Recht herzlichen Dank, dass Sie alle dabei sind. Und jetzt gebe ich das Wort an unseren Moderator. Vielen Dank, Knut Fleckenstein, Bundesvorstandsvorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ja, und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus an alle, die zuhören und die vor allen Dingen gleich mitmachen wollen bei unserer Diskussion. Knut Fleckenstein hat da schon drei ganz wichtige Punkte gesetzt, drei Akzente gesetzt, die uns den Abend über begleiten sollen. Das ist der Ausbau der Vorsorgestrukturen, das ist die Reform des Krisenmanagements und das ist auch die Gleichstellung von ehrenamtlichen Einsatzkräften bei der Freistellung von ihren Arbeitgebern, wenn sie denn in den Einsatz gerufen werden. Das sind wichtige Punkte vor dem Hintergrund der Pandemie, vor dem Hintergrund der jüngsten Flutereignisse, die wir alle miteinander erleben mussten vor anderthalb Monaten und deren Bewältigung wir sozusagen mittendrin stecken, auch mit ehrenamtlichen Einsatzkräften von allen Hilfsorganisationen auf allen Ebenen sozusagen. Und mit diesem Blick in die Praxis wollen wir an diesem Abend auch gleich starten, mit einem Blick in eben diesen für unsere Gesellschaft und auch für den Bevölkerungsschutz so wichtigen Bereich, nämlich direkt rein ins Ehrenamt, gemeinsam mit Boris Michalowski. Seit fast 30 Jahren ist er ehrenamtlich beim Arbeiter-Samariter-Bund in Berlin tätig, hat viel Einsatz- und Führungserfahrung gesammelt, ist dort Fachdienstleiter Katastrophenschutz und Notfallvorsorge des ASB-Landesverbandes. Und Herr Michalowski, Sie waren im Einsatz im Ahrtal. Was haben Sie da gemacht? Was waren Ihre Aufgaben? Ich war für eine Woche im Ahrtal im Einsatz, direkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler und habe dort im sogenannten Stab Gesundheit, sozusagen ein nachgelagerter Stab, der dort ja technischen Einsatzleitung, die sozusagen für den gesamten Landkreis die Einsatzführung genommen hat. Und dort im Unterstab Gesundheit war ich zuständig für den Bereich S2-Lage. Was haben Sie da mitbekommen, auch über die Einsatzstrukturen und das Miteinander im Einsatz? Was ich persönlich sehr, sehr stark mitgenommen habe, ist die große Zusammenarbeit der ganzen weißen Hilfsorganisationen, aber natürlich auch über alle Gefahrenabwehreinheiten hinweg. Also sprich die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, aber auch mit dem THW. Und das ist eigentlich immer wieder beeindruckend, dass gerade in diesen Echtlagen, wo es dann wirklich darauf ankommt, dass es dann auch nicht zählt, welches Wappen an der Jacke klebt, sondern einfach, dass man gut zusammenarbeitet. Was mich dann auch immer sehr positiv stimmt, das sind dann Sachen, die man sehr positiv mitnehmen kann aus solchen Einsätzen und auch, dass, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass auch dann mal die Einbindung der Bevölkerung, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und Spontanhelferinnen und Spontanhelfern vor Ort, dass das auch gut funktionieren kann. Das sind ja sicherlich auch Herausforderungen, weil wir das in dieser Dimension auch in solchen Lagen noch nicht erlebt haben, die immense Zahl an Spontanhelfenden, die natürlich auch koordiniert werden will. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Herr Michalowski, auch an die Politik mit Blick auf Einsatzmanagement und die Strukturen etc. Welcher wäre das? Oh, gut, wenn es nur ein Wunsch sein darf, ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir müssen anfangen beim Risikobewusstsein als Gesellschaft. Also klar ist, das liegt komplett auf der Hand. Diese Schadensszenarien, die werden sich wiederholen. Also Ahrweiler, um es jetzt mal am Namen zu nennen, wird nicht einmalig sein.
Wir wissen aus der Studienlage ganz genau, dass sich Extremwetterereignisse werden sich ja, weiter werden sich wiederholen, die werden auch an Drastigkeit werden die zunehmen. Und wenn wir sagen, okay, auf Basis dieses Risikobewusstseins, dass wir das geschärft haben, müssen wir, glaube ich, zusehen, wie können wir den Bevölkerungsschutz, den Katastrophenschutz, wie er jetzt existiert, wie können wir den weiter vitalisieren, dass er einfach auf diese Herausforderung, dass er diesen Herausforderungen neu begegnen kann. Weil komplett verhindern werden wir solche Schadensereignisse nicht. Und deswegen müssen wir denen mit einem aktiven und vitalen Bevölkerungsschutz gut begegnen. Was wäre da aus Ihrer Sicht die Priorität Nummer eins, aus Sicht einer ehrenamtlichen, erfahrenen Einsatzkraft? Eine gute Finanzierung, und zwar auskömmliche Finanzierung in der Ausstattung, aber auch in der personellen Ausstattung, weil was wir immer mehr erleben, dass natürlich auch Bevölkerungsschutz auch durchaus einiges an Verwaltungsarbeit bedeutet, die nicht rein ehrenamtlich gestemmt werden kann, sondern wir müssen halt sagen, wir brauchen auch einen gewissen Teil Hauptamt, damit das Ehrenamt tätig werden kann. Und in meinen Augen brauchen wir natürlich auch gerade im Einsatzgeschehen, damit wir dann schnell und adäquat reagieren können, brauchen wir auch eine Entbürokratisierung der Prozesse, gerade was das Thema Freistellung angeht. Das ist ein wichtiges Thema. Sie sind ja ehrenamtlich, haben auch einen Arbeitgeber. Wie reagiert er denn, wenn Sie auf den zugehen und sagen, ich bin dann morgen mal weg für eine Woche? Also ich habe das große Vorteil, dass mein Arbeitgeber weiß halt seit 20, 25 Jahren, dass ich ehrenamtlich sehr, sehr aktiv bin. Das ist bekannt. Nur habe ich auch den Vorteil, dass ich beim Vattenfall-Konzern arbeite, sprich in einem Großkonzern. Da ist es auch häufig sehr viel einfacher. Aber problematisch sind natürlich dann die Kleinen und Mittelständler. Und das hatte ich auch als Fachdienstleiter, bin ich ja für alle Katastrophenschützer des ASB in Berlin zuständig. Und gerade in der ersten Woche nach dem Ereignis, nach dem Flutereignis, hat hier durchaus dann auch Telefonate und Gespräche mit Arbeitgebern und Arbeitgebern hier in Berlin, die ich erstmal erklären musste, was das eigentlich ist, wie das mit der Freistellung abläuft. Wir konnten natürlich auch erstmal als Organisation in Berlin sagen, also wir können natürlich die Lohnkosten als Hilfsorganisation nicht übernehmen. Das wird dann halt über eine Freistellung gehen. Wobei dann auch zum Anfang noch gar nicht klar war, okay, die gesetzliche Grundlage für die Helfer in Berlin war jetzt in dem Fall das Katastrophenschutzgesetz von Berlin, aber der Einsatz wäre dann in Rheinland-Pfalz gewesen. Und das sind so, ja, so ganz klassische ja, Punkte, die es dann halt so unglaublich kompliziert machen, die private Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber natürlich auch nicht kennen. Und da ist, glaube ich, eine Vereinfachung, Verschlankung der Prozesse dringend notwendig. Also bedarf sozusagen sowohl aus Sicht der Ehrenamtlichen als auch aus Sicht der Arbeitgeber. Vielen Dank, Boris Michalowski, ehrenamtlich beim Arbeiter-Samariter-Bund in Berlin. Und normalerweise an dieser Stelle, wenn wir in einem großen Saal zusammensitzen würden, dann gäbe es jetzt sicherlich Applaus. Ich übernehme das mal stellvertretend für alle anderen, für Sie und natürlich auch für die allen anderen ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die auch weiterhin im Einsatz sind. Für uns rund um die Uhr. Und ich möchte gerne den Ball, den Sie uns jetzt hier in das Spielfeld geworfen haben, aufgreifen und auch weiterwerfen, sozusagen in das Rund der Abgeordneten, die wir heute hier bei uns versammelt haben. Und da vielleicht Ladies First an dieser Stelle, Andrea Lindholz von der CSU, Regierungsfraktion, also Vorsitzende des Innenausschusses. Und selber auch ehrenamtlich im Kreisvorstand des Roten Kreuzes in Aschaffenburg, also ehrenamtlich sozusagen auch ganz dicht dran. Was würden Sie sagen? Gibt es nach dem, was Sie jetzt auch gehört haben und was Sie wissen, Ehrenamtliche erster und zweiter Klasse? Ja, also erstmal auch vielen herzlichen Dank für die Einladung und für diese Diskussionsrunde. Es ist doch schon ganz erstaunlich, was das Thema Bevölkerungsschutz in den letzten 12 Monaten an Aufmerksamkeit generiert, gerade auch in der Bevölkerung. Und das ist ein guter Punkt, um Dinge, die schon länger vielleicht auch hätten angepackt werden müssen, das jetzt auch wirklich anzugreifen und anzupacken. Viele Fachleute haben ja auf viele Themen in der Vergangenheit hingewiesen, aber wir haben immer irgendwie so geglaubt, uns eilt das alles nicht so wirklich hier in Deutschland. Also sollten wir die Chance nutzen und der Helfer, der uns gerade auch geschildert hat, dass das nicht immer bei allen gleich ist mit der Freistellung, um gleich mal in dieses Thema einzusteigen. Dieses ganze Erstattungswirrwarr und Freistellungsthema, das müssen wir anpacken. Das haben wir uns auch als Union in unser Papier reingeschrieben. Wir haben das zum Beispiel in dieser Legislaturperiode an einem lange umstrittenen Punkt,
erreicht. Und zwar war es ja immer das Thema, wenn das THW im Einsatz war, war es auch immer eine Frage, wer bezahlt das hinterher, wo müssen die ihre Erstattungsanträge hinschicken, wie funktioniert das, wenn die Feuerwehr vor Ort zum Beispiel das THW in den Einsatz gerufen hat. Und genau dasselbe hätten wir jetzt hier in dieser Katastrophe, Flugkatastrophe auch wieder gehabt. Wenn wir das nicht geändert hätten, wir haben da nämlich die Erstattungsvorschriften eben so ausgestaltet, dass es keine Rechnungen mehr ans THW gibt, um es mal einfach so auf den Punkt zu bringen. Das haben wir damals mal als Unionskollegen bei einem tatsächlich legendären, aber Armin Schuster noch MdB, Weihnachtsessen mit dem Innenminister durchgekloppt und der hat hinterher gesagt, jawohl, packen wir an. Und damit haben wir einen Teil entbürokratisiert, was die Erstattung angeht, einen ersten Schritt gemacht, und was die Helferfreistellung angeht, haben wir auch jetzt wieder die Schilderungen, dass es eben unterschiedlich gehandhabt wird, dass es ein Erstattungswirrwarr ist, dass es auch manche Arbeitgeber gibt, die jemanden nicht so freistellen. Und wenn ich da mal einhaken darf, Frau Lindholz, ja. Es gibt ja für das THW eine klare Regelung, es gibt das sogenannte THW-Gesetz, das gibt genau. Es für die anderen Hilfsorganisationen aber nicht. Bräuchten wir sowas? Wir müssten uns das komplette Erstattungswesen anschauen und da eben als auch vereinheitlichen, sowohl was die Organisationen angeht, als auch jeden einzelnen Helfer. Punkt. Weil so wie es momentan ist, ist es halt sehr unbefriedigend. Deswegen haben wir das auch ganz klar so ins Programm geschrieben. Und an dem Positivbeispiel wollte ich eben gerade sagen, wir haben es beim THW jetzt gemacht. Da hat immer jeder gesagt, das geht nicht. Hier waren in der Vergangenheit auch einige gesagt haben, es geht nicht. Und ich glaube, das geht. Und es wäre auch angezeigt, dass es keine unterschiedlichen Helfer erster, wie Sie es genannt haben. Ich will doch nicht mehr erster und zweiter Klasse sagen, sondern einfach mit unterschiedlichen Regeln. Punkt. Und das darf eigentlich nicht sein. Egal, die einen Regeln macht der Bund, die anderen Regeln machen im Zweifel die Länder. Das ist ja vielleicht das nächste Problem, was uns auch immer wieder begegnen wird, wenn wir über den Bevölkerungsschutz sprechen. Ich würde gerne einen Moment weitergehen zu Sandra Bubendorfer-Licht von der FDP im Bundestag, auch im Innenausschuss. Wenn wir die Freistellung von Ehrenamtlichen betrachten, gibt es ja mindestens zwei Perspektiven. Es gibt einmal die Perspektive der Ehrenamtlichen und es gibt die Perspektive, wie wir jetzt auch mitbekommen haben, der Arbeitgebenden. Und da haben sicherlich die Größeren einfacheres Spiel, damit umzugehen, als die Kleineren. Wie muss die Antwort der Politik lauten, wenn wir vor allen Dingen auch die Arbeitgeber mit in den Blick nehmen? Bin ich auch ausführen darf. Momentan sind wir in einer Situation, traurigerweise, die Pandemie hat uns jetzt das Hochwasser in die Lage gebracht, dass wir endlich über den Katastrophenschutz nachdenken müssen. Und da muss ich sagen, die Eisen schmieden, solange sie heiß sind, von eineinhalb Jahren war das nicht so, noch nicht so. Da war das ein Randthema, momentan ein Nischenthema, das nicht jemand gerne gemacht hat, und momentan sind wir dran, Verbesserungen wirklich herbeizuführen. Ja, erster und zweiter Klasse. Ich möchte das ja schon so betonen, dass es Hilfe da, es gibt erster und zweiter Klasse. Ich bin aus einem kleinen Ort mit 6.000 Einwohnern im Herzen von Bayern, in Altbayern. Die Feuerwehr sehr stark, auch sehr gut, sehr wichtig, auch allgemein unterstützt. Da gibt es auch keine von den großen Firmen oder auch von den kleineren Handwerksbetrieben. Bei uns gibt es ja viele, viele Mittelständler, da gibt es keine Diskussion. Die anderen Organisationen, ohne Hilfsorganisationen, haben es bei weitaus schwerer. Weitaus schwerer, da mit der Feuerwehr oder mit dem THW gleich zu tun, sich den gleichen Stellenwert zu erlangen. Und das höre ich immer wieder, wenn ich vor Ort bin. Ich selber merke das nicht, aber ich höre das immer wieder, wenn ich in den kleinen Einsatzkräften vor Ort bin, wenn ich die besuche. Wenn wir jetzt da sagen, wir könnten, wir müssten natürlich auch, nehmen wir den Helfer gleich, den Helfern was bieten, ist unsere Idee eigentlich, wenn wir müssten vielleicht auch den Arbeit neben das ist die gleiche Regelung wie zum THW, das muss endlich auch gleichgestellt werden zum THW, um Gott, da gibt es gar keine Frage, aber vielleicht könnte man sie nur ein bisschen bei der Ehre packen und könnte man sagen, es ist ein Label, man könnte ein Label, sie haben es vielleicht auch bei uns in die andere gelesen, ein Label machen oder was, dass man sagt, das ist ein Betrieb, der das Ehrenamt fördert und so, da könnte man vielleicht ansetzen, und man muss ganz, ganz wichtig, nicht nur die Ehrenamtlichen, sondern auch die Betriebe gemeinsam in ein Boot holen. Das muss ein gemeinsamer Diskussionspunkt werden. Und ich glaube, da würde man ein großes, großes Stück
vorankommen und es muss jetzt passieren, jetzt wo die Thematik so heiß ist und wie die Vorredner von mir jetzt gesagt haben, das werden nicht die letzten Hochwasser gewesen sein, das wird ja nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Gleichzeitig im Ahrtal das Hochwasser war, hatten wir bei uns ja im Berchtesgadener Land auch Hochwasser, aber da waren wir ziemlich gut gerüstet und hat natürlich auch nicht die Heftigkeit gehabt. Also darum müssen wir jetzt dranbleiben und in den nächsten Monaten vielleicht dazu eine Lösung finden, aber das geht nur, wenn man beide Parteien an einen Tisch bringt und es ist keine zweiklassige Lebensklassen gibt zwischen Erster und Zweiter, zwischen Feuerwehr und THW und den anderen Hilfsorganisationen, regional noch unterschiedlich, weil manche haben regional noch ein bisschen andere Strahlkraft. Das BRK hat zum Beispiel eine größere Strahlkraft wie bei uns, wie die Samariter oder wie die Malteser. Auch das ist regional natürlich noch sehr, sehr unterschiedlich und da müssen wir daran arbeiten und wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist eine große Aufgabe, aber ich glaube, die ist zu bewältigen, weil wir möchten ja alle da an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dass ja nicht das THW oder die Feuerwehr dagegen arbeiten will. Im Gegenteil, sie müssen doch auch froh sein, wenn alles klappt bei uns und wenn alles so gut funktioniert. Und eins nehme ich mit aus dem, was Sie sagen, auch vor allen Dingen die Arbeitgeber gemeinsam mit ins an Boot holen. Einem Tisch, an einem Tisch. Frage an André Hahn, Fraktionsvize auch der Linkspartei im Bundestag. Welche Idee haben Sie, um diese ja doch Unterschiede, die wir jetzt feststellen, auszugleichen im Ehrenamt und im Umgang damit? Also ich teile zunächst mal die Fragestellung, die Sie ja auch an Frau Lindholz gerichtet haben, was man tun kann gegen die unterschiedliche Behandlung erste und zweite Klasse bei Helferinnen. Ich glaube, es gibt das tatsächlich. Und wir sind da alle gefordert. Die Frage ist, was kann auf Bundesebene geklärt werden? Wir werden ja noch zu dem Punkt kommen, Kompetenzen Geschacher oder hin und her und die Zuweisung immer an die andere Ebene. Aber die Frage steht natürlich, inwieweit der Bund tatsächlich für die Freistellung zum Beispiel von Hilfsorganisationen in den Ländern tatsächlich die Möglichkeit hat, das rechtlich auch zu tun. Oder ob nicht die Länder tatsächlich in ihren entsprechenden Katastrophenschutzgesetzen bestimmte Regelungen treffen müssen. Fakt ist eins, und da glaube ich oder hoffe ich, sind wir uns inzwischen alle einig, weil das tatsächlich kein Thema ist, das sich für den Wahlkampf einigt oder eignet. Wenn wir wollen, dass Ehrenamt gefördert wird, gerade in diesem Bereich, dann wäre das ein ganz wichtiger Schritt, dass es eine Helfergleichstellung gibt. Das hat sowohl etwas zu tun mit der Freistellung von der Arbeit, wie auch mit dem Ausgleich, was die Bezahlung angeht. Es steht am Ende immer die Frage, wer trägt die Kosten für Lohnausfälle, für Ausfälle bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Wir können uns auf Dauer nicht leisten, dass immer nur ein Teil, und man muss ja sagen, beim THW ist es eine Bundesbehörde. Da können wir das bundesmäßig durch ein Gesetz regeln. Das können wir bei den anderen Hilfsorganisationen nicht. Und trotzdem brauchen sie eine entsprechende Unterstützung. Und ich finde, man muss auch daran denken, dass es nicht nur um die Kräfte gehen kann, die immer unmittelbar am Einsatz beteiligt sind. Wir haben auch noch Helfer, die die Erstversorgung durchführen. Wir haben aber Einsatzkräfte, die sich um die Verletzten kümmern in der Folge, die sich um Angehörige kümmern, wie zum Beispiel Kriseninterventionsteams. Die müssen dort alle mit erfasst werden. Auch da darf es keine Unterschiede geben. Also ich glaube, wir haben da noch etwas zu tun und da muss die Politik jetzt, da hat auch Frau Bubendorfer Licht recht, jetzt eigentlich die Weichen stellen. Denn wenn vielleicht in ein, zwei Jahren die Katastrophen, die wir jetzt hatten, wieder in Vergessenheit geraten, dann finden sich auch keine Mehrheiten, dort etwas zu tun. Aber es geht nur gemeinsam mit Bund und Ländern. Und von daher weiß ich nicht, was wir auf Bundesebene alles noch klären können. Aber die Gleichstellung muss her. Das muss unser gemeinsames Anliegen sein. Holen wir Janosch Dahmen mit ins Boot von Bündnis 90 Die Grünen, bis vor kurzem noch Notarzt bei der Berliner Feuerwehr. Gerade das, was André Hahn angesprochen hat, Bund, Länder gemeinsam lösen, müssen es am Ende die Länder sein, die die Regelung treffen für die Hilfsorganisationen. Laufen wir dann nicht Gefahr, dass es 16 unterschiedliche Regelungen gibt und dann doch auch noch mehr Unterschiede zwischen den Helfern vorherrschen, Herr Dahmen? Ja, meine Wahrnehmung ist, dass nicht erst jetzt seit der Hochwasserkatastrophe schon, sondern schon auch ganz stark geprägt durch die Pandemie die Bereitschaft von den Ländern und dem Bund gemeinsam nach Lösungen zu suchen so gut und so groß wie nie ist. Und wie das jetzt schon ein paar Mal in auch Wortbeiträgen
der VorrednerInnen angesprochen wurde, geht es, glaube ich, darum, dieses konstruktive Zeitfenster, so will ich es gerne mal nennen, zu nutzen, um das jetzt in auch tatsächliche faktische Lösungen zu übersetzen. Das muss nicht bedeuten, dass im Ergebnis dann tatsächlich alles an einer Stelle gebündelt wird oder eben an 16 einzelnen Stellen, um jetzt in den Extremen zu bleiben, sondern ich erlebe durchaus eine Bereitschaft, dort auch Hand in Hand miteinander bestimmte Sachen, die sinnvoll sind, umzusetzen. Wenn es um die Vereinheitlichung von Regelungen geht, wenn es um die Kooperation geht, aber vielleicht anknüpfend an der Lösungssuche, die jetzt in Ihren Fragen und den unterschiedlichen Statements angesprochen ist, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns darüber klar werden, wie viel Katastrophenschutzstrukturen und welche brauchen wir denn, also vom Bedarf aus her gedacht. Und da ist es ja so, dass wir im Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr, aber auch im Brandschutz, im Rettungsdienst so etwas wie Bedarfsplanungsinstrumente haben, die erprobt sind, die Grundlage sind dessen, wie wir Strukturen entwickeln und auch dann entsprechend mit Mitteln hinterlegen. Und das fehlt uns im Katastrophenschutz. Wir haben da historisch gewachsen ein unglaubliches Potenzial, aber möglicherweise an einzelnen Stellen zu wenig und an anderen vielleicht sogar zu viel. Ob das so ist oder nicht, wird man nur wissen, wenn wir wirklich tatsächlich Katastrophenschutzbedarfsplanung in den Ländern mit den Kommunen betreiben und auch schauen, wo muss bestimmte spezialisierte Fähigkeiten, vielleicht auch Hauptamt in Ergänzung von Ehrenamt, so vorgehalten werden, dass wir wirklich leistungsfähig sind. Und ich glaube, da... Wenn wir, Herr Dahm, bei dem Thema Ehrenamt bleiben und uns nochmal die Fragestellung von vorhin anschauen mögen, wie würden Sie diese Unterschiede ausgleichen? Wer ist dafür verantwortlich? Die Länder, der Bund, alle gemeinsam? Die Frage habe ich nicht verstanden. Also wie Bund und Länder ausgleichen zwischen unterschiedlichen Ehrenamtsgruppen, die es heute gibt? Oder, genau, wir haben ja über das Problem gesprochen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, freigestellt zu werden und die gesetzliche Grundlage dazu auch eine unterschiedliche ist. Was wir mitnehmen auf Seiten des Ehrenamtes, ein großer Wunsch ist, das anzugleichen, damit es eben nicht, und Herr Hahn hat das ja gerade eben nochmal auch unterstrichen, nicht doch Ehrenamtliche erster und zweiter Klasse gibt. Welche Idee haben Sie dafür? Ja, völlig richtig. Also ich glaube, da besteht auch Einigkeit hier im Panel darüber, dass wir die Helfergleichstellung brauchen. Und ich glaube, dass Sie darüber hinaus neben der grundsätzlichen Erstattungsfähigkeit im Einsatzfall ja auch die Frage, wie können die zum Einsatz kommen, eine ganz wichtige ist zu lösen, dass wir eben unterhalb, das hatte, glaube ich, Frau Lindholz ja schon angesprochen, unterhalb der Katastrophenschutzschwelle Möglichkeiten haben, auch das Ehrenamt einzusetzen im Falle einer Alarmierung über integrierte Leitstellen etc. hier zu einer Harmonisierung der Prozesse von Einheiten freiwilliger Feuerwehren mit denen der Hilfsorganisation zu kommen, das ist sicherlich sinnvoll. Und das vor allem eben in einer orchestrierten Einheitlichkeit zu tun und nicht nur in 16 Einzelentwürfen. Ich glaube, das ist ein großer Auftrag, der meines Erachtens im Moment so konstruktiv wie nie zuvor lösbar scheint. Zum letzten Bundestagsabgeordneten in unserer Runde zu Sebastian Hartmann von den Sozialdemokraten, auch Innenpolitiker. Und Sie haben vor ungefähr einem Jahr haben Sie ein Konzept für den Bevölkerungsschutz geschrieben. Und da haben Sie geschrieben, Update statt Systemwandel. Wie müsste das Update Ihrer Meinung nach aussehen für die Angleichung der unterschiedlichen, zumindest Wahrnehmungen in der Behandlung des Ehrenamtes? Ja, guten Abend und herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch die Position der Sozialdemokratie nochmal einzubringen. Die Überschrift Update statt Systemwechsel sollte darauf abstellen, dass wir in Deutschland enorme Stärken haben. Über die große Stärke des ehrenamtlichen Engagements sprechen wir ja genau in diesem Moment. Und gerade die Subsidiarität, dass man in der Lage auch vor Ort Möglichkeiten hat zu entscheiden, auch Hilfskräfte zu organisieren, Helferinnen und Helfer zu organisieren, Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen sind ja auch hier allesamt einzeln benannt worden, natürlich auch der ASB. Und die Idee war eben jetzt auch unter dem Eindruck der Pandemie ein Update vorzunehmen. Was kann man eigentlich anders organisieren? Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben zum Beispiel Zivil- und Katastrophenschutz getrennt. Ist das noch zeitgemäß? Außerdem, wenn wir über die Länder reden, ist nicht das Land per se gleich leistungsfähig. Wir könnten einen Stadtstaat haben oder wir könnten einen großen Flächenstaat mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern haben. Und so habe ich diese Vorschläge unterbreitet. Da gibt es ja auch einige Hinweise zu spontanen Helfern und langjährig Organisierten.
Und ich bin stolz darauf, dass im März diesen Jahres die SPD-Bundestagsfraktion diese Beschlüsse weitgehend gefasst hat, auch einstimmig. Also dass das also mittlerweile Fraktionsbeschluss ist. Und zwar deutlich vor einer Unwetterkatastrophe im Ahrtal. Ich lebe selber im Rhein-Sieg-Kreis, das ist der Nachbarkreis Ahrweiler. In der direkten Nachbarschaft sind in Zwisttal und Rheinbach auch Menschen ums Leben gekommen. Da merkt man eigentlich, dass es eine Aufmerksamkeitskurve gibt und dass auch schon während der Pandemie diese Aufmerksamkeitsschwelle wieder gesunken ist. Also man hat sich an die Krise und die Normalität gewöhnt. Und das ist in einem modernen Staatswesen zu wenig. Und deswegen auch konkrete Vorschläge. Ich habe das nochmal konkretisiert. Ich glaube, dass eine Gleichstellung der Helferinnen und Helfer gelingen kann, indem Bund und Länder den Bevölkerungsschutz als Gesamtheit, als gemeinsame Aufgabe erfassen und darüber auch in einer Art Staatsvertrag zu gemeinsamen Vereinbarungen kommen. Also dass man ein Mindestlevel bekommt. Das ist eine einheitliche Kostenerstattung, dass es also nicht mehr getrennt wird. Das THW-Gesetz gibt Beispiele vor, auch die SPD hat sich dafür lange schon eingesetzt, aber auch, dass die Länder sich verpflichten, in ihren Ländergesetzgebungen Gleichrangigkeit herzustellen. Weil es kann auch nicht sein, dass wenn man eine Landesgrenze, also eine Staat, eine Grenze in Deutschland überschreitet, schon unterschiedliche Möglichkeiten hat und eine Bundesorganisation wie ASB also mit 16 verschiedenen Regelungen konfrontiert ist. Also das sind Punkte, die man, glaube ich, in einem modernen Staatswesen wirklich anders organisieren kann, ohne das, was wirklich unser Rückgrat ist, das Ehrenamt und die föderale Struktur zu zerschlagen. Es geht also um Update, statt diese Zentralisierungsdebatte nochmal aufzumachen. So, das erste Aber wenn Thema, wir was den Staatsvertrag einen möglichen ins Spiel bringen, das ist ja auch ein Stück weit eine Zentralisierung, weil sich alle an den Tisch setzen und es wird dann ein gemeinsames Werk geben, an das sich alle halten müssen. Ein Staatsvertrag, das sage ich jetzt mal aus Sicht des Haushaltsgesetzgebers, hätte einen großen Vorteil, dass man sich zum Beispiel dauerhaft dazu verpflichtet, mehr Geld in den Katastrophenschutz, in die Vorsorge und damit die Stärkung der Resilienz zu investieren. Wenn wir das von Jahr zu Jahr, von Haushaltslage zu Haushaltslage, von Aufmerksamkeitspunkt zu Aufmerksamkeitspunkt abstufen, dann ist das vergessen. Die Lückex-Übung hatten wir. Wir haben die Bevorratung am medizinischen Material tatsächlich irgendwann Anfang der Pandemie ins Auge gefasst. Und jetzt sind wir in der Aufbau, im Aufbau der Depotstruktur. Der Staatsvertrag würde dazu führen, dass alle 16 Länder plus Bund, 17 starke Partnerinnen und Partner sich zusammenfinden. Und ich glaube, ein super Ökosystem für alle Hilfsorganisationen finden würde. Und es würde nicht mehr aus den Augen, aus dem Sinn geraten. Schauen Sie in die Haushaltspläne der vergangenen Jahre, was seit den 1990er Jahren gemacht worden ist. Die Friedensdividende, Ende der Ost-West-Konfrontation, ist mehr als aufgebraucht. Und das sind alles Einsparungen der Vergangenheit, die wir nie wieder in der Zukunft tun dürfen. Und das muss man auch über ein Haushaltsjahr hinweg retten. Deswegen ja zu einem Staatsvertrag. Das möchte ich gleich nochmal aufgreifen, aber vor allen Dingen jetzt nochmal zu einer Frage zurückkommen, die sich für mich jetzt aufdrängt, weil ich jetzt mehrfach in der Runde gehört habe, konstruktives Zeitfenster, so hat es Herr Dahmen genannt, oder auch Aufmerksamkeitspunkt, so hat es Herr Hartmann gerade genannt. Ist es nicht gerade Aufgabe von Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern wie Ihnen, dafür zu sorgen, dass die Aufmerksamkeit eben nicht absinkt, sondern dass gerade in der Politik auch die Aufmerksamkeit für den Bevölkerungsschutz und für die Krisen, die wir haben, die uns auch erwarten, die wir erwarten müssen, immer auf einem Niveau bleibt. Auf einem, nämlich auf dem man wirklich aufbauen kann und ansetzen kann. Wer hat dafür eine Idee in die Runde gefragt, damit es eben dieses Mal nicht so schnell wieder abebbt? Ich sehe eine Handmeldung von Georg Scholz, dem Bundesarzt vom Arbeiter-Samariter-Bund. Das bezieht sich noch nicht auf die neue Frage, sondern nur ein Aspekt. Ich bin ja erfreut, ich habe ja eigentlich bei allen Vertretern der politischen Parteien eigentlich gehört, dass man sich ein Stück einig ist, dass man eine Gleichstellung der verschiedenen Organisationen, die im Katastrophenfall tätig sind, erreichen möchte. Das finde ich natürlich schon einmal sehr gut. Wichtig, ich wollte darauf noch mal hinweisen, man muss allerdings auch sehen, betrachten, für welche Einsätze? Denn es ist leider Gottes so, dass da auch differenziert wird. Es ist zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, das ist ja auch erst 2-3 Jahre her, als wir die Flüchtlingssituation hatten, war es ja so, dass dort insbesondere viele Hilfsorganisationen ja geholfen haben vorweg.
Aber das war natürlich zum Beispiel, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, das war natürlich in vielen nordrhein-westfälischen Städten, wurde bewusst der Katastrophenfall nicht ausgerufen, weil wenn der Katastrophenfall in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ausgerufen wäre, hätte man die Hilfsorganisation, Wehrfreistellung und sowas zum Zuge gekommen. Aber wenn es da drunter bleibt, dann ist das in dem Fall nicht so geregelt. Und das ist ja auch zum Beispiel, wenn wir an Covid denken, dort haben die Hilfsorganisationen auch an vielen Stellen Hilfeleistungen gemacht. Aber das war natürlich auch, zumindest wo ich es ganz konkret sagen kann, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, so, dass das nicht als Katastrophenfall behandelt wurde. Auch da finden dann diese Entschädigungen nicht statt. Und das muss man natürlich mit im Hinterkopf behalten. Es geht also nicht nur eine Gleichstellung in dem Form, dass man im Katastrophenfall, sondern auch im Einsatzfall. Also bei uns in NRW ist es zum Beispiel, wenn die Freiwillige Feuerwehr ausdrückt, ist das völlig egal, ob das bei einem schweren Brand ist oder bei einer Ölspur. Sie werden freigestellt und werden entschädigt. Und ich denke, das sollte auch so ein Stück der Maßstab sein, der für alle Hilfsorganisationen dann zum Zuge kommt. Das wollte ich nur ein Stück in das Gedächtnis pflanzen. Vielen Dank nochmal für das Unterstreichen sozusagen dessen, was wir da auch noch besprochen haben. Frau Lindholz, CSU, Sie haben sich gemeldet. So haben sich ja ganz viele Kollegen gemeldet. Also ich wollte auch nochmal vielleicht mal kurz das Gesamtgefüge anschauen. Ich glaube, was wir machen müssen nach der Bundestagswahl, wenn wir das Bevölkerungsschutz neu betrachten, dass wir uns einfach klar sein müssen, wie sollen die künftigen Strukturen sein? Wer soll welche Aufgaben haben? Wer soll in welcher Einsatzlage welche Aufgabe haben? Wo hat sich denn für uns im Bund momentan das Thema so richtig gestellt bei den, ich nenne das jetzt mal, großen Schadenslagen wie der Pandemie und der Hochwasserkatastrophe? Das ist auch das, was der eine Herr hat gerade im Chat geschrieben. Ja, was wir jetzt hier diskutieren, hilft den Leuten jetzt gerade aktuell nicht. Das stimmt, will ich an der Stelle sagen. Aber wir müssen doch die Lehren daraus ziehen und uns die Frage stellen, was stimmt im Bund-Länder-Gefüge und was stimmt im Bund-Länder-Gefüge nicht? Wo muss der Bund vielleicht die Länder mehr unterstützen mit dem BBK als Plattform? Und in diesem Zusammenhang muss man sich auch genau dieses Thema Ausgleichs- und Erstattungsansprüche, Helferfreistellung nochmal anschauen. Man muss das dann tatsächlich auch ein Stück weit sezieren in die kleinen Vor-Ort-Ereignisse, wie das auch gerade Herr Dr. Scholz nochmal so schön auch dargelegt hat. Kleine Einsatzlagen vor Ort, größere Einsatzlagen, danach muss man es nochmal differenzieren und muss sich das aktuelle Erstattungswesen und auch Freistellungswesen anschauen. Das Ziel muss aber doch sein, dass für gleichartige Schadenslagen eine gleichartige Helferfreistellung gilt und gleichartige Erstattungsansprüche gelten. Das wird nicht alles der Bund machen können, aber da bin ich bei Herrn Dr. Dahmen. Ich glaube im Übrigen auch, dass Bund und Länder gemeinsam jetzt ein Interesse daran haben müssen, hier Vereinheitlichungen und gleiche Regeln aufzustellen. Damit brauchen wir nicht gleich wieder das ganze Bund-Länder-Gefüge in Frage zu stellen, sondern das, was Bund und Länder auf dem letzten Gipfel der Innenminister vereinbart haben, nämlich eine stärkere gemeinsame Zusammenarbeit mit dem BBK als Plattform. Das muss es dann eben sein. Und dann müssen wir gucken, was kann ich bundeseinheitlich regeln? Was muss ich vielleicht durch gleiche Ländergesetze regeln? Einen Fehler dürfen wir nicht machen, dass wir jetzt den Ländern das Gefühl geben als Bund, wir wollen den Föderalismus abschaffen, weil dann haben wir gleich keine Mitspieler mehr, sondern viele, viele Gegner. Und das braucht es nicht. Und das ist doch das Ziel, was alle formulieren, ist, dass wir sehen, dass es bei den Erstattungsansprüchen ein Wirrwarr gibt, dass es Unterschiedlichkeit und dass es unterschiedliche Systeme gibt, dass es unterschiedliche Behandlungen von Helfern gibt und dass wir das Ziel ausgeben. Das wollen wir vereinheitlichen und zwar Bund, Länder gemeinsam und das müssen wir uns einfach komplett anschauen. Und die Arbeitgeber müssen wir motivieren, weil die können wir streckenweise schlicht und ergreifend nicht zwingen. Das ist auch das, was Frau Bubendorfer-Licht vorhin nochmal angesprochen hat. Das muss man sich bewusst sein, dass das für kleine Arbeitgeber größere Herausforderungen sind. Aber es stimmt, was Frau Bubendorfer-Licht sagte, müssen wir uns schon die Frage stellen, warum es bei der Feuerwehr manchmal einfacher klappt bei der Freistellung als an anderen Stellen und was wir machen können, damit es eben so einheitlich festgelegt ist, dass es da dann in dem Moment eben auch keinen großen Ermessensspielraum mehr gibt. Das wäre jetzt einfach mal für mich mal so der Rundumschlag. Wir werden mit Sicherheit hier nicht jetzt heute Abend jedes Detail lösen, aber der klare Wille aller zu sagen, wir wollen dieses Wirrwarr verbessern, das ist, glaube ich, die richtige Zielsetzung. Den Punkt des Wirrwarrs möchte ich gern auch nochmal aufgreifen, wenn wir in einem späteren Teil heute Abend auch drüber sprechen, über Einsatzstrukturen, über tatsächlich auch, wer entscheidet was. Ja.
Herr Hartmann hat sich gemeldet und Herr Hahn mit der Bitte jeweils um eine kurze Antwort, weil wir dann gerne auch noch weitergehen wollen, Herr Dahmen. Und ich bin mir sicher, dass das, was wir jetzt um das Bund-Länder-Gefüge besprochen haben, ebenso wichtig ist, auch für den weiteren Verlauf des Abends heute. Also Herr Hartmann. Ja, in aller Kürze, ich würde den Bereich Sicherheit nicht in ganz viele kleine Kästchen teilen, wo ein sehr zentraler Bereich der Bevölkerungsschutz ist, sondern Sicherheit ist die Grundvoraussetzung in einem modernen Staat und da muss entsprechend investiert werden. Und wenn man halt nicht in ein Gegeneinander kommt, sondern eine Grundsatzbereitschaft, also mehr zu investieren, auch in Vorsorge und Personal, noch Übung, dann wäre das eine Trendumkehr. Es gab Innenminister in der Bundesrepublik, die waren stolz, 1,5% des Personals pro Jahr einzusparen. Oder dass man den Rotstift auch in den ganzen Bereichen der Investitionen ansetzt. Und da brauchen wir eine Umkehr. Deswegen also den Oberbegriff Sicherheit und dann auch in der Kommunikation. Es gab den Hinweis im Chat, auch im Schulunterricht darüber zu sprechen. Ich hatte mal angeregt, vor der Tagesschau nicht den siebten Sinn zu machen, sondern tatsächlich auch was tun, Stichwort Selbstversorge. Das wäre in vielen Lagen auch schon sehr hilfreich, weil dann Helferinnen und Helfer, Retterinnen und Retter sich genau auf den Kernpunkt konzentrieren könnten und andere Bereiche schon abgedeckt werden durch Selbstschutz. In aller André Kurz. Hahn. Ja, auch kurz, wir müssen uns aber auch selber ehrlich machen. Und wir haben bestimmte Punkte liegen gelassen im Innenausschuss. Wenn wir überlegen, dass wir die letzten Sitzungen oder bei vielen Sitzungen 40 Tagesordnungspunkte haben, die letzten Sitzungen bis hin zu 70 Tagesordnungspunkten, die alle natürlich auch wichtig waren. Und wir haben die Frage mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wir haben die Flüchtlingsfrage gehabt, wir haben Anschläge gehabt, wir haben andere Themen, die immer wieder uns beschäftigt haben. Und da ist der Katastrophenschutz häufig hinten runtergefallen. Selbst wenn Berichte auf der Tagesordnung standen, sind die ohne Debatte durchgewunken worden. Und ich finde, wir müssen wenigstens für uns jetzt uns vornehmen, damit das nicht wieder passiert, dass wenigstens einmal im Jahr eine Innenausschusssitzung mit diesem Thema sich beschäftigt. Und dass man entsprechende Studien, die vorliegen, die bekommen wir zugeschickt, die werden oft abgeheftet. Ich will das nicht für alle Kollegen sagen, aber diese Studien, die warnen vor bestimmten Entwicklungen, dass man die auch ernst nimmt. Ich nehme mal das Grünbuch jetzt, was auch da ist, wo man entsprechende Szenarien hat. Wir beschäftigen uns zu wenig damit, das ist eine Zeitfrage, aber wir müssen uns diese Zeit nehmen und das auf die Tagesordnung setzen. Man kann auch diskutieren über befristete Gesetze, wenn man sie wieder aufrufen muss. Muss man das Gesetz auf den Prüfstand stellen und da muss man mit Katastrophenschutz sich beschäftigen. Also es gibt Wege, dass man das nicht aus dem Auge verliert. Armin Schuster, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie saßen ja bis vor kurzem noch mit am Tisch im Innenausschuss. Ist da aus Ihrer heutigen Perspektive zu viel liegen geblieben? Ich kann jetzt nur für mich sprechen und wer mich kennt oder mich in den letzten 8 Monaten erlebt hat, der weiß, dass ich mindestens einmal pro Woche mea culpa sage. Und das meine ich auch ernst, das ist gar kein Humor. Ich bedauere das sehr, dass wir eine Disbalance haben zwischen den Investitionen, und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, den Investitionen in den Bereich der polizeilichen und nachrichtendienstlichen Gefahrenabwehr auf der einen Seite und der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr auf der anderen Seite. Wir haben ein historisches Investitionsprogramm, jetzt meine ich wirklich Geld und Personal, in die Bundessicherheitsbehörden in den letzten Jahren erlebt. Also da ist sagen noch viel gemacht worden. Das betraf aber auf der Bevölkerungsschutzseite nur das THW, das BBK zum Beispiel gar nicht. Und deswegen glaube ich, da ist unglaublicher Aufholbedarf hinsichtlich ich sag mal, des gesamten Systems, dass wir mal einen Stresstest unterziehen müssen. Ich glaube, wir denken ständig in alten Krisen und versuchen uns für die besser vorzubereiten. Also diese Denke, die letzte Krise war jetzt so, das darf uns nicht mehr passieren, das machen wir auf jeden Fall besser. Das ist noch kein Risikomanagement. Risikomanagement ist nicht aus alter Krise lernen, sondern neue, ganz neue Denken, weil sie werden immer extremer sein. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, überrascht zu werden. Und das ist nicht nur Naturkatastrophe, da sind so viele denkbare Szenarien, die wir als weiße Schwäne bezeichnen, weil wir sie sehen.
Da musst du die Systemfrage stellen. Ist unser System stabil genug, vor allen Dingen für Situationen, Sie mögen mir jetzt die Simplifizierung verzeihen, ich bin Fußballer, wir haben nicht mehr nur Vereinsspiele. Wir haben zunehmend Spiele, wo eine Nationalmannschaft gefordert ist. Und ob unser Bevölkerungsschutzsystem überhaupt darauf getrimmt ist, mit einer Nationalmannschaft anzutreten, wenn es um Krisen geht von nationaler Dimension. Damit meine ich ja nicht nur räumliche Ausdehnung. Das kann ganz klein sein. Trotzdem brauchst du ganz Deutschland. Ins Ahrtal. Aber wie machen wir daraus eine Nationalmannschaft? Mit zum Beispiel einem Staatsvertrag, der heute auch schon erwähnt wurde? Also, ist nicht meine Prokura, gesetzgeberische Vorschläge zu machen oder gar Verfassung jetzt umzudeuten. Aber wenn Sie unser Neuausrichtungskonzept lesen, dann sehen Sie, dass wir an dem System arbeiten wollen. Und die Idee, Kompetenzzentrum zum Beispiel. Die Idee eines gemeinsamen Kompetenzzentrums von Bund, Ländern, Hilfsorganisationen. Herr Fleckenstein sagte ja, wir wollen ja stärker einbezogen werden. Das ist genau der Gedanke. Deswegen bin ich auch dankbar, dass wir 4 von 5 Viehorts bei uns im BBK jetzt haben mit Verbindungsbeamtinnen und Beamten. Das ist fantastisch. Aber diese Idee eines gemeinsamen Kompetenzzentrums, das sage ich ganz offen, das ist für mich das, was ich tun kann. Ich bin nicht mehr im Deutschen Bundestag. Die normative Kraft des Faktischen. Und wenn ich das deutsche Bevölkerungsschutzsystem auf Nationalmannschaft trimmen will, dann müssen wir sie überhaupt erstmal alle an einen Tisch kriegen. Auch die kommunalen Spitzenverbände vor allen Dingen. Also um in der Fußballersprache zu bleiben. Ich denke nicht daran, dass das BBK eine neue zentralistische Führungsetage ist, die künftig solche Krisen führt. Das halte ich für Quatsch. Ich bin davon überzeugt, wir müssen bei dem Prinzip bleiben, dezentral muss geführt werden, das kann man nur dort. Aber wie gut wir zentral koordinieren, wie gut wir zentral Ressourcenmanagement betreiben, Lagebilder haben etc., da mache ich noch Fragezeichen dahinter. Und wie gesagt, in der Fußballersprache, der Sturm bleibt die Kreisverwaltung. Da muss geführt werden. Das Mittelfeld sind die Länder und der letzte Abwehrriegel ist der Bund. Und ob die drei Mannschaftsteile zueinander anschlussfähig sind, das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Und wenn das Kompetenzzentrum erzeugen könnte, dass wir uns selbst einem Stresstest aussetzen, dass wir selbst mal solche Fragen im Trockendock, sage ich mal, jetzt in Friedenszeiten beantworten, dann sehe ich schon eine Chance, jedwede Krise, wir reden viel zu viel über Naturkatastrophen, für jemanden wie mich ist die hybride Bedrohungslage ähnlich wahrscheinlich, der Blackout, die Zoonose, also ich glaube, hat gerade jemand im Chat geschrieben, gerade eben, nicht so sehr in einzelnen Szenarien denken, genau richtig. Das große Ganze. Der ja, wir gelten ja als Partyschrecks beim BBK, klar. Deswegen muss ich meinem Ruf gerecht werden. Mit keiner Zuhören am Ende. du musst die nächste Krise extremer denken als die letzte. Ist auch meine Erfahrung als früherer Katastrophenschützer, als ich in Szenarienübungen saß mit multiplen Lageneinspielungen, habe ich mal gesagt, was soll denn das? Ist doch alles viel zu viel. Bis dann auch solche Szenarien kamen wie schweres Erdbeben, Tsunami, Atomgau, wir erinnern uns an Fukushima. Wir können gar nicht so schräg denken in den verschiedenen Übungen, wie es dann tatsächlich in der Realität kommt. Wir sind sehr weit in unserer Diskussion, haben auch schon einiges vorweggenommen, was wir eigentlich später nochmal ansprechen wollten. Ich wollte Sie da aber auch nicht unterbrechen. Wir haben das Ehrenamt, wir haben schon die große und ganze Strukturdebatte gerade aufgemacht. An dieser Stelle würde ich aber gerne einen kleinen Impuls setzen. Und zwar gemeinsam mit Martin Voss. Er leitet die Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Und er hat uns ein Video überspielt, das wir uns jetzt gemeinsam angucken wollen. Was Sie in den letzten Jahren erlebten, sollte wachrütteln.
Hitze- und Dürresommer, Starkregen und Hochwasser, so viele Menschen, die vor noch viel Schlimmerem zu uns fliehen, eine Störung im europäischen Stromnetz, die beinahe in die Katastrophe geführt hätte, Cyberangriffe, von denen wir vielleicht kaum etwas mitbekommen, eine Pandemie, deren Effekte unabsehbar vielfältig sind und uns noch lange beschäftigen werden. Die Liste an Gefahren ließe sich erweitern, wenn man den Blick auch noch über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus richtete. Nicht die Wissenschaft, sondern die Gesellschaft muss entscheiden, wie sie mit diesen Risiken und Gefahren umgeht. Vielleicht steht am Ende einer offenen Diskussion mit den hier nur angedeuteten Risiken die gesellschaftliche Antwort: Das kriegen wir schon gestemmt. Aber diese Antwort sollte erst am Ende der Diskussion stehen. Sie darf nicht von vornherein den Blick verstellen. Der beste Bevölkerungsschutz ist Prävention. Und Prävention beginnt in den Köpfen. Da ist es abgebrochen. Dann greife ich das mal aus. Passiert mir im Radio auch manchmal. Der beste Schutz ist Prävention, sagt er. Und vor allen Dingen Prävention fängt in unseren Köpfen an. So habe ich ihn noch in Erinnerung, als ich mir das Video vor unserer Schalte hier mal angeguckt habe. Was heißt das? Dazu möchte ich auch Edith Wallmeier mit reinholen zu uns in die Runde beim Arbeiter-Samariter-Bund, Geschäftsführerin Einsatzdienste und Bildung. Was heißt das? Wir haben ja heute schon über Begriffe wie Prävention und Selbstschutz und Resilienz gesprochen. Was heißt das aus Sicht des Arbeiter-Samariter-Bundes? Ja, das heißt aus unserer Sicht, dass wir tatsächlich nochmal mehr Konzepte, veränderte Konzepte und Angebote brauchen, um den gesellschaftlichen Umgang mit Risiken, Selbstschutz und Selbsthilfe tatsächlich auch schon bereits in Vorschulen und Schulen zu thematisieren. Oder wir brauchen auch darüber hinaus, brauchen wir Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Trainings für Erwachsene, beispielsweise in Erster Hilfe. Weil wir müssen uns immer die Frage stellen oder wir müssen die Bevölkerung so sensibilisieren, dass die Fragen gestellt werden. Bin ich auf Notfallsituationen vorbereitet und kann ich mir und meinem Umfeld helfen, bis organisierte Hilfe kommt? Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir tatsächlich nochmal sehr viel mehr Wert legen müssen, als wir das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Erste gute Projekte, auch mit Unterstützung des BBK, sind angelaufen jetzt im vergangenen Jahr. Da geht es um Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten, wo die deutsche Bevölkerung genau darauf trainiert wird, nämlich einfache, effektive Hilfsmaßnahmen umzusetzen, Erste-Hilfe-Maßnahmen zu lernen. Aber es muss noch mal weit darüber hinausgehen. Wir müssen die Bevölkerung sensibilisieren. Was bedeutet Warnung? In welchen Gebieten leben Sie? Was sind die Risiken in den Gebieten, in denen Sie leben? Wie können Sie sich selber schützen? Wie können Risikoanalysen erstellt werden? Wollen wir mit Resilienzberatern zusammenarbeiten, sogenannte Risikopläne zu erstellen? Das sind alles Themen, die wir im Bereich der Resilienz angehen müssen. Wir brauchen schulische, außerschulische Bildungsangebote und müssen das nochmal deutlich ausweiten. Bildung, 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 um das zusammenzufassen auf allen Ebenen. Ich habe Sie vorhin gesehen, Frau Sandra Bubendorfer-Licht. Deshalb nehme ich Sie jetzt auch gleich als erstes ran, weil ich es vorhin nicht mehr geschafft habe. Selbsthilfekurse, Erste-Hilfekurse mit Selbstschutzinhalten halten. Wäre das ein Weg, möglicherweise sogar verpflichtend? Absolut. Ich hoffe, dass nicht viele Diskutanten mich schon einmal gehört haben und das Beispiel von mir schon mal gehört haben, von dem Kinderarzt bei mir in der Siedlung, bei dem die Leuten am Wochenende, am Samstag, am Sonntag, aber nicht weil große Fälle sind, große Krankheiten ausgebrochen sind, sondern weil zum Beispiel ein Pflaster abgeht. Man hat kein Pflaster, das Kind ist hingefallen oder man hat sich geschnitten, man hat kein Pflaster. Und es gilt es zu vermeiden. Und meine Vorrednerin jetzt hat mir gerade aus der Seele gesprochen, sowas kann man ja wirklich für Kinder anbieten. Und unser Vorschlag ist ja auch, das in der Vorschule schon anzubieten, im Kindergarten. Das kann man von mir mit Teddybären, wie man den verbindet. Auch im Unterricht, wir haben bei uns, ich weiß es nicht, in den anderen Bundesländern ist, wir haben bei uns einen Heimat- und Sachkundeunterricht. Und wenn ich mich, ich bin jetzt 51 Jahre, mich erinnere, hat man da früher einiges gelernt. Das ist von der ersten bis zur vierten Klasse. Auch zum Beispiel die Sirenen gelernt damals, was die verschiedenen bedeuten. Und da könnte man sehr, sehr viel machen. Da könnte man das auch die Kinder dazu befähigen, ihn zu lernen. Und es macht ja auch Spaß. Spaß, Verantwortung zu nehmen, Vorsorge zu treffen. Ich bin aus einem kleinen Ort, ich habe es jetzt erklärt, ich bin auch Gemeinderat und Kreisrat. Und wir haben bei unserem Ferienprogramm dieses Jahr angeboten, von der Wasserwacht.
wie rettet man jemanden? Wir haben so kleine Lagune, wie rettet man jemanden von Kindern von 8 bis 14 Jahren? Es ist sehr, sehr gut angekommen und da, glaube ich, müsste man ansetzen. Aber dann nicht nur die Kinder, aber ich glaube auch bei den erwachsenen Leuten müsste man ansetzen. Ich bin noch mit Eltern erzogen worden, die im Krieg waren, aufgewachsen sind, vielleicht noch ein bisschen mehr zur Vorratshaltung und zur Vorsorge erzogen worden. In der jüngeren Generation, auch bei meinen Kindern, ist es anders. Und da, glaube ich, muss man ansetzen. Da muss man ansetzen, bevor man in das große Ganze geht. Und da gibt es jetzt zum Beispiel beim Babykater, wollte ich vorher noch was dazu sagen, aber es ist fast gesagt worden, ein Ratgeber für Notfallsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Das könnte man als Kinder runterbrechen und wie gesagt, auch denkbar Kurse in Schulen oder natürlich auch die Betroffenen, das haben Vorredner von mir auch gesagt, je nachdem, in welchen Hochrisikogebieten ich lebe, allgemein, was muss ich da in Vorsorge treffen? Aber ich glaube, es geht einmal im ganz Kleinen an. Was jetzt in die größeren Klassen in den Schulen erlebt, haben wir es von der Mittelschule bei uns zur Realschule zum Gymnasium, gibt es Schulsanitäter. Die werden ausgebildet. Das macht mir unwahrscheinlich Spaß und ich kann 3 oder 4 aufzählen, die später auch in diesem Beruf gelandet sind und Rettungssanitäter. Problem, Frau Bubendorfer, nicht, sind immer Einzelprojekte, wenn man das. Ja, das sind Einzelprojekte, aber so könnte man ein großes, so könnte man im Kleinen anfangen, so könnte man im Kleinen anfangen, so könnte man im Schulsystem anfangen, über die Bundesländer hinaus. Lassen Sie mich bitte noch was zum BBK sagen, das geht mir nicht weit genug. In Großschadenslagen muss das BBK eine Zentralstellenfunktion haben und dann nimmt man die Länder und keiner weg die Kompetenz mit. Das hat man jetzt gesehen beim Hochwasser. Ja, das sind kleine Projekte, aber fangen wir doch in den kleinen Projekten an. Es geht von ganz klein bis zum Großen. Wir können nicht mit dem Großen anfangen. Ich glaube, mit der Zentralstellenfunktion müssen wir nachher nochmal weiter diskutieren. Müssen wir nochmal diskutieren, aber das wollte ich mal dazu sagen, nochmal, weil ich sage, aber fangen wir, Sie haben gesagt, im Kleinen, stimmt, ihr bleibt auch der kleine Projekte geht. Aber ich glaube, dass der Grundstein die Sensibilisierung ist und dann kommen wir überhaupt von Gefahren. Uns ist es sehr gut gegangen in letzter Zeit, es ist sehr schön und dann drum waren wir an sowas ganz einfach nicht vorbereitet und da müssen wir von Kleinen bis zum Großen uns hinaufarbeiten. Und wenn wir das Große gleich sehen, das ist auch im Chat erwähnt, das Unterrichtsfach Notfallpädagogik, Bevölkerungsschutzpädagogik, ja, sehr gut, haben wir aber gleich wieder ein Problem. Bildung ist Ländersache, Sebastian Hartmann. Wie kriegen wir dann Henkel dran? Naja, wenn sich die Länder mit einem Staatsvertrag verpflichten würden und wir jetzt mal falsche Scheu ablegen. Ich glaube, wenn wir da eine ganz offene Debatte darüber führen, dass wir mehr investieren müssen als in der Vergangenheit, dass wir mehr Bewusstsein schaffen müssen und dass es auch nicht vom Wohnort abhängig machen darf, ob eine gute Vorsorge, eine gute Stellung der Hilfsorganisationen existiert, genügend investiert wird, gibt es da, glaube ich, eine hohe Zustimmung für. Ich bin überzeugter Föderalist. Ich lebe im Umkreis um Bonn, das zweite bundespolitische Zentrum. Ich würde mich hüten, eine Zentralisierungsdebatte führen. Aber ich kann schon erwarten, dass in einem modernen Staat einheitliche Regeln gelten. Und wenn man sich dann zum Beispiel im Rahmen eines Staatsvertrages unter dem Punkt Selbstschutz und Vorsorge darauf verständigt, sowohl das in Schulen zu lernen, als auch ein Teil der Kommunikation bis hin zur Einbeziehung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da haben wir in der Mitte eine große Menge an Kommunikationsmitteln und Wegen. Da kann man etwas tun und das würde ich im Rahmen der Selbstverpflichtung tun. Ich frage jetzt mal etwas offensiver. Welche Ebene hat denn genauso viel Hochlauf in Investitionen wie der Bund? 124% plus bei THW, über 100% beim BBK allein in dieser Wahlperiode von CDU, CSU und SPD. André Hahn, Sie haben sich gemeldet, Stichwort Schulfach. Ja, ich bin da ein wenig skeptisch, weil wir natürlich jedes neue Schulfach braucht Unterrichtsstunden und damit wird natürlich der Fächerkanon immer komplizierter. Viele fordern auch, dass wir etwas brauchen wie Medienkunde und so weiter in der aktuellen Zeit. Das heißt, das kann man nicht so einfach einrichten. Ich teile aber absolut die Auffassung, dass man an den Schulen entsprechende Angebote machen muss, im Übrigen auch für Erwachsene. Wenn ich mir überlege, wann ich meine letzte Erste-Hilfe-Ausbildung hatte, dann war das bei der Fahrschule. Das ist schon weit mehr als 3 Jahrzehnte her. Und da muss es Auffrischungskurse geben. Das ist einfach zwingend notwendig. Ob man das über einen Staatsvertrag macht, wie Herr Hartmann eben vorgeschrieben hat, na, da bin ich insofern etwas skeptisch. Ich habe die Runde der Ministerpräsidenten im Kanzleramt gesehen bei der Corona-Pandemie. Man hat sich geeinigt auf bestimmte Punkte. Dann ist man nach Hause gefahren und hat am nächsten Tag wieder andere eigene Positionen dort vertreten. Da bin ich etwas skeptisch. Was wir allerdings brauchen, ist, dass wir das Defizit
beseitigen, was wir haben, zum Beispiel bei Warnungen, was die Sirenen angeht, die es in vielen Orten nicht mehr gibt. Da hat jetzt der Bund 80 Millionen bereitgestellt. Das finde ich grundsätzlich vernünftig. Allerdings muss es dann auch einheitliche Sirenen geben. Es kann nicht sein, dass in jedem Bundesland andere Sirenen mit anderen Tönen und anderen Warnsignalen aufgebaut werden, mit und ohne Lautsprecheranlagen. Das muss man wenigstens vereinheitlichen. Das, glaube ich, ist wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn die Leute denken, es brennt mal wieder und sich im Bett umdrehen. Sie müssen wissen, welcher Warnton wofür entsprechend gedacht ist. Und das muss man den Bürgerinnen und Bürgern mitteilen. Da ist etwas notwendig. Und dass man jetzt endlich das Cell-Broadcasting, letzte Bemerkung, unterstützen will und einführen will, ist überfällig, dass also Funkmasten SMS aussenden in den jeweiligen Gebieten, wo gerade Gefahren bestehen, dass die Menschen gewarnt werden. Das muss jetzt passieren. Daran muss man ganz schnell arbeiten. Janosch Dahmen, sind Sie genauso skeptisch in Bezug auf bundeseinheitliche Lösungen? Nein, absolut nicht. Ich glaube, das habe ich ja mit meinem Eingangsstatement versucht deutlich zu machen. Wir müssen aufhören, die Strukturen gegeneinander auszuspielen. Eins zeigt sich doch in der Pandemie, genauso wie beim Hochwasser und anderen Krisen, es ist unlauter bei allem ehrenhaften und wirklich überaus wichtigen Einsatz vor Ort, alle Verantwortung nur auf der kleinsten Ebene abzukippen. Im Gesundheitsamt, in der Schule, in der Kreisleitstelle, dort im Krisenstab, sondern wir müssen Verantwortung miteinander verzahnen. Ressourcen, Know-how von vor Ort mit übergeordneten Lagebildern, Informationskoordination und hier zu einem Führungsaufbau kommen, der einerseits eine Vertikalität beinhaltet zwischen Kommune, Bund und Ländern und gleichzeitig aber auch horizontal verschränkt. Aus den Silos heraus, gerade in der Pandemie, wo wir ein Gesundheitsressort auf der einen Seite haben, was dann nicht mit anderen Ressorts spricht, das integral miteinander zu verschränken, das muss Teil einer nationalen Resilienzstrategie sein. Die müssen wir auf nationaler Ebene entwickeln und dann gemeinsam partnerschaftlich mit Bund, Ländern und Kommunen so auf den Weg bringen, dass wir wirklich Vorsorge, Prävention, Vorbereitung und das Denken über Szenariengrenzen hinaus auch zu einem Bestandteil politischen Handelns jenseits von diesen Aufmerksamkeitsslots, wenn es ein schlimmes Ereignis gab, auch übersetzen. Ich glaube, das ist der große Auftrag. Also nationale Resilienzstrategie übersetzt dann tatsächlich auch verortet in einer Zentralstellenkompetenz beim BBK und vielleicht auch verschränkt mit einem Staatsminister im Kanzleramt, der eben eine solche Strategie führt, entwickelt und zum Gegenstand von politischem Handeln macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst ist alles nur Schall und Rauch und am Ende, ja, fühlen sich die vor Ort, die wirklich die Mammutarbeit machen, dann auch wieder alleingelassen. Und als Teil der Vorsorge und des Vorbildens, da glaube ich, ist ein ganz entscheidender Schritt ja vor dem Hochwasser passiert. Die Ausweitung oder Weiterentwicklung der AKNZ zum BABZ mit dem Ziel, eben Menschen, die bisher nicht Teil von Stabsarbeit und Ausbildung sind, zu enablen, also in die Fähigkeit zu versetzen, in Krisenvorsorge und Krisenmanagement auch wirklich ausgebildet zu sein, in den Ministerien, in den Gesundheitsämtern, in den Verwaltungen, also überall dort, wo eben nicht Hilfsorganisationen, Feuerwehren, THW mit großem Know-how Krise trainieren und lernen. Und jetzt das zu ergänzen in der Ausbildung und dann in gemeinsamen regelmäßigen Übungen, ebenenübergreifend, Bund, Land und Kommune, zu echter Szenarienarbeit zu machen. Das ist der Auftrag, was aus diesen Krisen, die wir jetzt in den letzten 24 Monaten erlebt haben in diesem Land, meines Erachtens dringend erfolgen muss. Da sprechen Sie, Herr Dahmen, wieder die Akteure an im Bevölkerungsschutz. Das sind aber auch wir Menschen alle gemeinsam. Und 82 Millionen Menschen können nicht zur Ramersbacher Straße nach Ahrweiler fahren und an der Akademie sitzen. Frau Lindholz, wie bekommen wir das Wissen um dieses Krisenbewusstsein zu den Menschen? Ja, wir müssen einfach unsere Bevölkerung auf verschiedenen Ebenen wieder sensibilisieren für diese Themen. Wir haben das lange nicht gebraucht. Man hat Thomas de Maizière damals, als es um die Vorratshaltung ging, belächelt. Und das Hamsterkäufe war das Stichwort damals. Ja, genau, Hamsterkäufe war das Stichwort. Das kann, was Helferinnen und Helfer angeht, die vielleicht auch nicht immer in Organisationen tätig sind, sondern die einfach so sich immer mal als Helfer bereithalten wollen über Ausbildung, Bildung, über das BBK als Plattform erfolgen, ein Beispiel. Aber wir müssen einfach auch vor Ort die Menschen wieder sensibilisieren. Wir müssen das Thema Warnung, Warntage,
Wie warnt man die Bevölkerung? Was bedeutet das alles? Müssen wir einfach wieder vor Ort auch bearbeiten? Wir bei uns im Landkreis werden das jetzt, was das Thema Sirenen und Sirenentöne, Sirenenwarnungen angeht, anpacken, um zu erklären, was gibt es überall, was gibt es auch an neuen Warnmedien auf unserem Handy. Das sind alles Themen, denen wir uns jetzt widmen müssen und die wir anpacken müssen. Und es wird nicht nur von oben gehen, das wird nicht nur Armin Schuster mit dem BBK lösen können, der kann die Anstöße dazu geben, aber das müssen wir bis nach unten, bis in die kleinste Ebene wieder verankern. Und also vor allen Dingen, bis in die Vorschule. Ja, die Vorschule, klar, ich gebe Frau Bubendorfer Licht da absolut recht. Wir haben das früher in der Schule gelernt, Punkt. Wir haben gelernt, wie man Pflaster klebt, was ganz Einfaches. Sie hat das schöne Beispiel vom Teddy gebracht, genau das hat man damals gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn es eine Krise gibt, rette zuerst dich, alles andere hab und gut ist, egal, Hauptsache du bist sicher. So, das sind alles Sachen, das haben wir früher noch gelernt, das tun wir nicht mehr, weil wir, habe ich eingangs mal gesagt, geglaubt haben, dass es uns nicht mehr ereilt. Und wenn Armin Schuster zu Recht sagt, wir müssen nicht nur schauen, was hatten wir jetzt für Krisen, sondern wir müssen noch weiter, noch größer denken, dann ist das korrekt. Und da müssen wir uns den Auftrag annehmen und müssen eine gescheite Strategie machen, wie wir unsere Bevölkerung sensibilisieren. Wir dürfen sie nämlich auch nicht übersensibilisieren. Das ist das, was André Hahn angesprochen hat, dass sie überhaupt zu viel Warnung kann dann auch so sein, dass ich mich irgendwann nicht mehr gewarnt fühle. Da müssen wir die richtige Mischung jetzt finden. Aber entscheidend ist, dass wir das Thema anpacken. Und da brauchen wir wieder jemanden, der das anstößt. Es kann wieder das BBK sein. Da werden wir wieder bei dem Thema Bund-Länder. Ich höre mir ja auch ständig immer an, was alles in Ländern super gut funktioniert. Will das auch nicht in Abrede stellen, aber habe halt auch das Gefühl, dass das eben noch alles so in der Verzahnung nicht optimal läuft und dass wir es von oben ein bisschen mehr beeinflussen könnten. So, also insofern ist die Warnung der Bevölkerung und unsere Warnsysteme ist auch ein Riesenthema. Ich muss nicht in der kleinsten Gemeinde, lieber Herr Hahn, festlegen, welche Sirene. Da habe ich mich hier mit Bürgermeistern unterhalten, habe gesagt, Mensch, BBK hat ein tolles Sirenenprogramm auf den Weg gebracht. Wie schaut es bei euch aus? Bei mir gibt es hier flächendeckend in allen Kommunen Sirenen, aber zum Beispiel nicht in der Stadt Aschaffenburg. Wenn ich denen jetzt erkläre, Herr Hahn, Sie sollen Ihre bestehenden, funktionierenden Sirenen abbauen und neue anschaffen, ist es nicht zielführend, aber dass wir ein paar Richtschnuren vorgeben, wie sollten die Sirenen ausschauen, die jetzt künftig angeschafft werden? Das macht sicherlich Sinn. Aber nicht zu viel vorgeben wollen, wäre noch mein Plädoyer. Und trotzdem schauen, dass man die Systeme einfach wieder implementiert, da wo sie auch noch fehlen. Und das Thema eben nicht mehr zur Seite legen, sondern Bevölkerungsschutz jetzt endlich begreifen als Daueraufgabenstellung, unabhängig davon, ob wir momentan in einer Krise sind oder nicht. Und meine Sorge ist nämlich auch, dass es dann irgendwann wieder abebbt. Und deswegen habe ich auch im Innenausschuss mehrfach gesagt, bei Sondersitzungen, die wir hatten, ich will dafür sorgen, dass das Thema immer auf der Tagesordnung bleibt. Und ich kann dem nächsten oder der nächsten Vorsitzenden des Innenausschusses das auch nur ans Herz legen und auch den zukünftigen Fraktionen, dieses Thema nachhaltig zu bearbeiten. Denn es ist einfach wichtig und dazu gehört auch das Thema Warnen und Sensibilisierung der Bevölkerung. Und das würde ich gerne an dieser Stelle mit einem letzten Impuls heute, mit einem weiteren Video auch noch gerne mal unterstreichen, warum das wichtig ist, warum wir nicht nur in den alten Krisen denken dürfen, sondern eben auch in neuen, die uns noch ereilen werden, weil wir über den Klimawandel sprechen und ich glaube, das ist in dieser Runde Eulen nach Athen tragen, aber umso wichtiger in dieser Klarheit, die wir gleich mitbekommen werden in der Botschaft von Marie-Louise Beck. Sie ist die Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums und Vorstandsmitglied im Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit. Hören wir gemeinsam, was sie uns zu sagen hat. Wenn wir an den Sommer 2018 mit seinen vielen Hitzetoten und jetzt an Starkregen und Flutwellen mit hohen Opferzahlen denken, dann muss man eigentlich niemanden mehr vom Klimawandel überzeugen. Und doch, wenn uns Gegenmaßnahmen etwas abverlangen, gewinnen schnell Fragen, Abwiegeln und Zweifel die Oberhand. Dabei sprechen die Fakten eine klare Sprache. Der Klimawandel ist real, der Mensch ist die Ursache und die Fachleute sind sich einig und das seit über 30 Jahren. Ebenfalls darin, dass der Klimawandel gefährlich ist. Die Physik dahinter ist schon lange verstanden. Warm heißt nicht einfach wärmer. In dem bisherigen Klima dominierte das normale Wetter. Links im blauen Feld gab es einige wenige Kälteextreme und rechts das rote Feld markieren seltene Hitzeextreme. In einer wärmeren Welt flacht sich die Wahrscheinlichkeitskurve ab, rückt nach rechts in den wärmeren Bereich
Und es gibt insgesamt mehr Hitzeextreme und sogar Hitzerekorde. Während Kälteextreme weiter bestehen bleiben, sie werden nur seltener. Schon heute haben wir das Klima in einer Weise verändert, die wir nicht mehr ungeschehen machen können. In gewisser Weise betreten wir Klimaneuland. Was wir aber tun können, ist, uns an dieses Neuland anzupassen. Dazu benötigen wir eine neue Stadtplanung, Raumplanung, ein neues Risikobewusstsein in der Bevölkerung, Versicherungslösung, ein Umdenken in der Wirtschaft und nicht zuletzt einen neuen Bevölkerungsschutz. Wir haben es in der Hand, jetzt für mehr Klimasicherheit zu sorgen. Zum Beispiel die deutsche Anpassungsstrategie der Bundesregierung gibt es seit 10 Jahren. Was wir jetzt brauchen, ist eine Sensibilisierung der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Bund, Land, Kommune, in der Wirtschaft für bessere Vorsorge und besseren Schutz der Bevölkerung. Wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als vielmehr ein Umsetzungsproblem. Gleichzeitig müssen wir das Klima stabilisieren, indem wir zügig umsteigen in eine klimaneutrale Welt. Denn an einen galoppierenden Klimawandel werden wir uns nicht anpassen können. Das sind also ganz klare Worte von Marie-Louise Beck. Jetzt muss ich hier meine Ansicht wieder ändern. Galerie, da sind wir wieder, da sehe ich Sie auch wieder alle. Aber was heißt das für den Bevölkerungsschutz? Da haben wir schon ganz viel jetzt besprochen. Wir haben vor allen Dingen auch über die Strukturen gesprochen, die Strukturen im Großen. Wir haben das Stichwort Staatsvertrag gehört. Wir haben das Stichwort gehört, das müssen die Länder regeln. Wie kommen wir da zusammen, alle gemeinsam und doch vielleicht wieder unterschiedlich, mit unterschiedlichen Vorstellungen bei Bund und Ländern? Knut Fleckenstein hat vorhin die Neuausrichtung des BBK auch angesprochen und hat auch angedeutet, dass es da noch einiges zu tun gibt, gerade auch mit Blick auf das gemeinsame Kompetenzzentrum. Und Sie, Armin Schuster, als Präsident des BBK, haben vorhin ja den Fußballvergleich gezogen und haben gesagt, der Sturm muss immer in der Kreisverwaltung sein. Was ist aber, wenn der Sturm, wie wir es jetzt auch erlebt haben, überfordert ist mit der Situation? Muss es darüber dann doch auch eine Ebene geben, die das in die Hand nimmt, wie zum Beispiel auch in anderen Ländern? Das habe ich ja gerade eben gesagt, Herr Dobrowiesik. Wir haben ja noch ein Mittelfeld und eine Verteidigung. Und ich sage mal, wenn alle Landräte Deutschlands mit der Wucht konfrontiert gewesen wären, wie wir es beispielsweise jetzt im Ahrtal hatten, dann glaube ich, hätte kein einziger wirklich eine echte, alleinige Chance gehabt, ohne Unterstützung vom Land und auch vom Bund. Dieses Unterstützen, das fängt schon bei der Flüchtlingskrise übrigens an, auch bei der Pandemie, ist bei uns in Deutschland aber noch sehr stark Troubleshooting. Daraus sind wir immer auch so ein bisschen stolz, dass wir das so gut können. Ich bin es nicht, ich bin gelernter Polizist. Wir sind am liebsten vorbereitet auf das, was passieren könnte, haben unsere Pläne, Checklisten. Also ich sage mal, der Betrieb eines Impfzentrums, der Betrieb eines Testzentrums, das Kleeblattverfahren für den überregionalen Transport von Intensivpatienten etc. etc. Das alles kannst du zwar im Troubleshooting machen. Ich hätte es lieber vorbereitet, zentral koordiniert. Und damit ist man nicht zentralistisch. Wenn mein Kompetenzzentrum schon in mein Bild existiert hätte, dann hätten wir wahrscheinlich eine Menge Best-Practice-Verfahren vorbereitet gehabt für solche Dinge. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn Sie, ich weiß nicht, wer das alles weiß, aber wenn Sie sich anschauen, dass wir fürs Ahrtal an den Nürburgring Tausende von Helfern aus ganz Deutschland, ich hätte fast gesagt sternförmig, sind die da hingereist. Wenn da nicht unterstützt wird, oberhalb eines Landrats, ich glaube, dann ist es eine grenzenlose Überforderung, weil mal eben 30.000, 40.000 Menschen evakuieren, das wäre ja so eine Möglichkeit gewesen, plus diesen Helfereinsatz koordinieren, plus Freiwillige, plus Spontanhelfer. Das ist jetzt in meiner Polizistensprache, ich war früher Behördenleiter, mein letzter Einsatz war NATO-Gipfel.
Da ist ganz Deutschland um Füßen. Und die Anzahl an Führungsstäben, die man hat, um sowas gut zu machen, die würde ich mir im Bevölkerungsschutz auch wünschen. Und trotzdem ist dadurch der Föderalismus nicht gefährdet. Also ich glaube, da muss es einen Weg geben. Wer jetzt andauert, ich bin ja geschmeichelt, wie oft ich jetzt BBK gehört habe, aber ich weiß, dass das gleichzeitig auch meine Achillesferse ist. Das ist jetzt die vornehmste Formulierung, die mir einfällt. Ich könnte es auch schlimmer sagen. Hohe Erwartungen. Ja, wissen Sie, man kann wahnsinnig viele hohe Erwartungen ans BBK richten. Wenn man ihm keine Zuständigkeit dafür gibt, baut man im Prinzip einen Versagensautomatismus ein. Weil wer an uns wahnsinniges Erwartungsmanagement macht, uns aber nicht zuständig macht, das ist schwierig. Und ich sage mal, alles, was heute Abend hier gesagt wurde, tun wir. Ich bin eine der kleinsten Bundesoberbehörden, die es überhaupt gibt. Aber die Leute, die ich habe, sind wirklich topfit. Wir machen Bevölkerungsschutzpädagogik an der alten AKNZ und heutigen BAPS. Wir expandieren ja. Wir wollen gern Pflichtteilnahmen. Wir wollen gern die Bevölkerung stärker, ich sage mal so, vielleicht ein 2-3% ziehen, wieder schulen. Wir wollen stärker in Risikokommunikation gehen und können es übrigens auch. Ich habe eine gute Kooperation mit Frau Dr. Teichert im öffentlichen Gesundheitswesen, weil wir in den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz massiv investieren. Wir fangen jetzt an, die nationalen Reserven zu managen, wie Gesundheitsschutz für das Bundesgesundheitsministerium. Bei der Warnung haben wir nahezu keine Zuständigkeit, aber wir zerreißen uns. Ganz Deutschland glaubt, wir hätten die Sirenen. Ganz Deutschland glaubt, wir würden in Nina schreiben. Ganz Deutschland glaubt, wir hätten einen Knopf, wo wir die Sirenen auslösen. Nichts davon stimmt. Herr Schuster, würde ich gerne mal kurz festhalten, weil dieser Knopf ist ganz wichtig. Sie haben ja vorhin schon die zweite, dritte Phase eines Einsatzes erwähnt, wenn die Einsatzkräfte aus der ganzen Bundesrepublik erstmal da sind. Das fängt ja schon viel früher an. Gucke ich mal wieder zu Sebastian Hartmann von der SPD, Update statt Systemwechsel, haben Sie gesagt. Wenn wir uns genau diese Ebene angucken, die auf den Knopf drückt, nämlich den Landrat oder den Bürgermeister einer kreisfreien Stadt, da ist eine Überforderung bei den Szenarien, die wir zu erwarten haben, ja vorprogrammiert. Wer drückt stattdessen auf den Knopf, wenn es der Landrat nicht macht? Heute Abend ist ja der Abend der offenen Worte. Erstens mal war ich mehrere Jahre Vize-Landrat des Rhein-Sieg-Kreises und bin 20 Jahre Mitglied des Kreistages im Rhein-Sieg-Kreis gewesen. Und da möchte ich dann doch mal abweichende Positionen formulieren. Also der Bundesinnenminister hat den Vorgänger im Amt von Herrn Schuster, den ich kenne und schätze als Kollegen, ja deswegen umgesetzt, weil ihm der Bundeswarntag nicht gefallen hat, wenn jetzt der Bund gar nicht für den Warntag zuständig ist und sich vor wenigen Wochen noch die Innenminister allesamt auf die Schultern geklopft haben, dass man den bundesweiten Warntag absagt, dann sage ich mal, Thema verfehlt. Also wenn man wirklich die Bevölkerung warnen und sensibilisieren möchte, dann muss man keinen Warntag absagen, sondern mehrere Warntage zusätzlich einführen und dann auch erläutern. Und wenn man jetzt sich am Anfang, also innerhalb von wenigen Stunden nach dem Ereignis sagt, es ist alles top gelaufen, dann verpasst man die Chance, nicht nur Best Practice auszutauschen, sondern auch mal ordentlich aufzuarbeiten, was man anders und hätte besser machen können. Und wenn es diese Lagen selten gibt, aber die auch entsprechend besser geübt werden müssen, dann beginnt es natürlich auf der Ebene der Gemeinde, der Stadt und vor allen Dingen der Kreise. Und hier muss es mehr ins Bewusstsein. Ich habe im Chat vorhin beantwortet, natürlich muss jeder Landrat oder jeder, der dem Krisenstab dann entsprechend vorsteht, auch die Übungen absolviert haben und wissen, was zu tun ist. Das darf man nicht delegieren. Dafür ist man verantwortlich. Jetzt haben wir fast 300 Landkreise in Deutschland und nochmal 350. Ja. Das ist doch wunderbar. Aber wenn wir schon sagen, wir sind ein föderaler Staat und organisieren das subsidiär, muss die örtliche Ebene entsprechend vorbereitet sein und dann müssen die überörtlichen Ebenen auch einbezogen werden. Meine Gegenfrage, warum sollte eigentlich die Katastrophe auf der Ebene der Länder enden? Warum hat der Bund damit nichts zu tun? Das ist doch absurd. Das könnte man ja in einem anderen föderalen Staat wie den USA noch radikaler bei den über 50 Staaten da mal auf den Punkt bringen. Ich halte das wieder bei der Systemwechselfrage und nicht nur beim Update. Ja, natürlich, das ist doch eine Ergänzung. Warum halten wir eine Ebene raus? Ich sage ja, ich habe es an anderer Stelle formuliert, weg vom Kooperationsverbot hin zu einem Kooperationsgebot. Es kann doch auch nicht sein, dass man den Bund reduziert auf die technische Amtshilfe nach Artikel 35 unserer Verfassung, Bundeswehr und THW
und aber an anderen Stellen ganz zentral sich jeder Klimmzüge bedient, um zum Beispiel Fahrzeuge an Feuerwehren auszugeben, weil das der erweiterte Katastrophenschutz ist. Das ist doch unfassbar in einem modernen föderalen Staat. Und deswegen, natürlich will ich das keinem Landrat wegnehmen, aber ich möchte den Landrat optimal unterstützen. Und ich kann auch nicht erwarten, dass ein Landrat 30.000 Kräfte anfordert und jede der 25 Spezialbefähigungen des THW kennt, auf Knopfdruck, während parallel der Kreis absorbt. Das können wir doch gar nicht erwarten. Aber wir können und wir müssen im Zusammenspiel endlich besser werden. Frau Bubendorfer-Licht, Sie haben vorhin ganz heftig genickt, als Armin Schuster über die Kompetenzen des BBK gesprochen hat. Und ich habe im Ohr, wie Sie über das Zentrale gesprochen haben. Würde das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass der Bund, der Land oder welche übergeordnete Stelle auch immer zum Beispiel so einem Landrat beispringen kann in einer Ad-hoc-Situation, um eben zum Beispiel auf den Knopf zu drücken? Ja, das ist die Frage. Ich muss jetzt den Herrn Hartmann, ganz kurz von Herrn Hartmann, das ist um den Warntag, dass der Warntag abgesagt wurde, darum habe ich vielleicht bei Herrn Hartmann nur genickt. Warntage sind da zum Üben und es ist eine Verfehlung, dass man das abgesagt hat. Wir sind da und auch wenn einer fehlschlägt, dann muss man daraus lernen. Aber jetzt zum Herrn Schuster. Der Schuster hat gesagt, damit ist man nicht zentralistisch und das ist ganz richtig. Wir haben die Kompetenz. Wir haben die Kompetenz, gehen wir von ganz klein, vom Dorf über die größere Stadt, über die Kommune, über den Landkreis, über das Land. Aber all dem, was wir jetzt festgestellt haben, bei Großschadenslagen, brauchen wir unbedingt eine Zentralstelle, ein zentrales Lagezentrum, das das koordiniert. Und dann nimmt man doch, da muss ich fast so ehrlich koordiniert sagen. Koordiniert oder führt? Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Das ist ja wichtig, nicht nur koordiniert, sondern auch führt. Und das hat man jetzt in der letzten Hochwasserlage eben gesehen, dass es ja viele Einsatzkräfte gegeben hat, aber die einfach nicht, die Koordination nicht geklappt hat. Und da muss das BBK endlich die Zuständigkeit bekommen, die es da auch zu dem verdient, weil die Kompetenz hat es dazu. Und deswegen nimmt man niemand, deswegen greift man den Föderalismus hin an, deswegen nimmt man niemand eine Kompetenz weg. Und es ist mir in der letzten Innenausschusssitzung, war auch Herr Schuster da, da bin ich zu meiner letzten Frage nicht mehr gekommen, weil nur ein Koordinationszentrum zu machen, wie Seehofer das gewollt hat, das ist mir zu wenig. Ich war letztes Jahr auch vor Ort und ich habe damals in das Buch geschrieben, ich möchte, dass das BBK endlich den Stellenwert erhält, den es verdient und das es kann. Und bei Großlagen brauchen wir das unbedingt. Wir brauchen da jemanden, der das in die Hand nimmt. Wir sind gut vor Ort, wir sind gut in Städten und in kleinen Lagen, in großen Lagen sind wir ungeeignet. Ich bin die Bergwacht, die hat gewartet, dass sie drauf, die sind ja auch für so Szenarien geschult, die Bergwacht, die haben gewartet drauf, dass ein Anruf kommt. Es ist natürlich keiner gekommen, weil alles durcheinander gegangen ist. Und darum brauchen wir das BBK und das brauchen wir unbedingt. Und mit dem BBK nehmen wir doch niemanden was an Kompetenzen. Das muss den Länderfürsten, die Kirchtürme bleiben doch im Dorf. Das muss den Länderfürsten doch dann ganz klar sein. Also ein klares Ja, das braucht nicht nur der Koordination, sondern es muss zu einer Zentralstelle ausgebaut werden in großen Schadenslagen. Und dann fällt vielleicht einem immer der Gedanke, mit dem Ausruf, ist es ein Katastrophenfall oder ist es keiner? Wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen die kleinen Strukturen vor Ort, die kennen sich da am besten aus, aber wir brauchen in Großschadenslagen und in Schadenslagen, die über die Länder... Ist angekommen, Frau Bubendorfer, ja. Wir müssen nämlich ein bisschen auf die Uhr gucken, wir haben nur noch ein paar Minuten, aber diesen Ball möchte ich gerne auch nochmal an Janosch Dahmen spielen. Wenn die Grünen in Regierungsverantwortung kommen sollten, würde es eine Zentralstelle BBK geben? Ja, absolut. Das ist unser Ziel. Das haben wir als Vorschlag vorgelegt und auch vorgestellt. Und wir sind auch der Überzeugung, egal ob man eine Zentralstelle macht oder einen Staatsvertrag in der Aufgabenlösung, man braucht eine Grundgesetzänderung. Das klingt erstmal so als unlösbare Klippe, ist es aber nicht. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit in unserem Land beispielsweise bei anderen wichtigen Aufgaben schon gemeinsam gelöst. Und wir glauben, die Zeit ist reif. Wir sehen auch bei Beteiligten die Bereitschaft dazu und es gilt es jetzt anzupacken. Im Übrigen geht es eben nicht nur um diese vertikale Verschränkung von gemeinsamen Aufgaben,
Trennung von Bevölkerungs- bzw. Zivilschutz und Katastrophenschutz voneinander apodiktisch auseinanderzuhalten, und sondern die zusammenzubringen. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, geht es auch horizontal um Redundanzen. Es geht auch um die Frage, warum können sich auch innerhalb eines Landes nicht Leitstellen untereinander redundant so helfen, dass es am Ende des Tages halt wirklich, wenn ein Teil ausfällt oder überlastet ist, auch mit der Gesamtlast auch vernünftiger miteinander geholfen werden kann. Warum können bei länderübergreifenden Lagen, also ohne dass der Bund beteiligt ist, Einsatzkräfte des einen Landes nicht mit ihren Geopunkten, mit ihrem Status im anderen Land dargestellt werden? Hier zu einheitlichen Schnittstellen zu kommen, zu einer einheitlichen Systematik, einer Redundanz zu kommen, gemeinsamen Regeln zu kommen, gemeinsamer Terminologie in der Ressourcenbeschreibung. Das muss doch passieren, völlig unbenommen der Frage, wie viel Kompetenz beim Bund und wie viel bei den Ländern liegt. Und das müssen wir jetzt an dieser Stelle unbedingt angehen. André Hahn, Linkspartei, brauchen wir eine Grundgesetzänderung? Ich sehe die Notwendigkeit zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht. Herr Fleckenstein hat eingangs gesagt, wir müssen raus aus dem Kompetenzgerangel. Die Frage ist doch, wie baut man diese Kompetenzen um und macht sie schlagkräftiger und intensiver? Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es einen Großbrand in Mecklenburg-Vorpommern gibt, was da das BBK von Bonn aus leisten soll. Koordinierende Funktion ja, Zentralstellenfunktion, als sagen wir als Linke, nicht unbedingt. Und nein, Herr Schuster hat die Fußballersprache vorhin bemüht. Für mich ist die Frage, wo ist denn der Trainer? Das war vom Angriff, vom Mittelfeld und von der Abwehr die Rede, wo ist der Trainer? Und ich glaube, da sehe ich eine große Aufgabe beim BBK, was Ausbildung angeht. Es ist von der zweiten Akademie gesprochen worden für Aus- und Weiterbildung. Das halte ich für ganz wichtig. Da muss man das BBK stärken. Aber ich sehe keine Notwendigkeit einer Zentralstellenfunktion mit Entscheidungsbefugnissen. Und wenn es solche Probleme gibt, wie wir es jetzt hatten, dann muss auch das Land einen Krisenstab bilden, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das kann man auch nicht über das BBK aus meiner Sicht machen. Und genau, dieser Fehler, weil es keinen Krisenstab gibt auf Landesebene. Ja, aber der ist nicht eingerichtet worden. Aber den hätte man aus meiner Sicht einrichten können. Das ist die Verantwortung der Länder bisher nach den gegenwärtigen Grundgesetzregelungen. Und das ist nicht passiert. Das muss man kritisieren. Und ich glaube nicht, dass das BBK das ersetzen kann. Andrea Lindholz, CSU. Grundgesetzänderung, Zentralisierung. Ja oder nein? Ja, ich sage immer, ich zähme das Pferd nur ungern von hinten auf. Und die Grundgesetzänderung jetzt so in den Raum zu stellen, tut genau das, wenn wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir davor haben, nämlich das Ganze erstmal besser zu vernetzen. Aber warum tun wir es nicht? Ja, warum wir? Weil wir keine Grundgesetzänderung am Anfang brauchen. Ich finde die Debatte 0,0. Nein, warum nutzen wir nicht den bestehenden Rahmen aus? Es gibt ja auch das Zivilschutzgesetz, das zwar geändert wurde, aber offenbar nicht ganz ausreichend. Ich rede ja gerade davon, Herr Dobowicek, kein Problem. Dankeschön, dass wir das alles, was wir haben, erstmal besser miteinander vernetzen und über Rahmenverträge sprechen, wenn Bund und Länder sich darauf verständigen können und gegebenenfalls Klarstellungen im bestehenden Gesetzen machen. Das muss man zum Beispiel, wenn man davon spricht, dass das BBK als Plattform bestimmte Kompetenzen übernehmen soll, dann kann es sein, dass es da erstmal noch gesetzliche Klarstellungen geben soll. Und wenn wir das alles gemacht haben, wenn wir die ganze Vernetzung, die wir optimieren, mit Rahmenverträgen wieder erwarten, nicht hinbekämen und zum Schluss alle meinen, dass es da noch eine Grundgesetzänderung braucht, dann sage ich ja. Und so ähnlich steht es auch in unserem Programm drin. Aber mit der Grundgesetzänderung anzufangen, ohne vorher alles andere auszuloten, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zielführend. Und ich glaube noch nicht mal, dass der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg Juhu schreit, wenn man ihm als erstes mit der Grundgesetzänderung kommt. Ich kann mir zumindest, habe ich ihn da bis dato nie so vernommen. Das heißt, wenn ich will, dass sich hier wirklich etwas tut, dann darf ich nicht zuerst mit der Grundgesetzänderung anfangen. Das ist meine feste Überzeugung, auch nach dem, was ich im Innenausschuss erlebt habe, nach dem, was ich in vielen Debatten und Hintergrundgesprächen auch mit Ministerpräsidenten auch so herausgehört habe. Und da warne ich auch ganz ausdrücklich davor. Ich glaube, das ist ein Fehler, wenn man so die Debatte mit einer Neuausrichtung beginnt. Danke. Das Gute an diesem Abend ist ja, dass wir genau auch diese Unterschiede auch zwischen den politischen Parteien auch herausarbeiten konnten, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, die aber am Ende alle zum gleichen Ziel führen sollen, zu einem stärkeren Bevölkerungsschutz und einer stärkeren Sensibilität für das Thema Bevölkerungsschutz und Krise bis hin zu allen in der Fläche, den Bürgerinnen und Bürgern.
Das war eine interessante Debatte heute. Wir kommen langsam zum Ende, setzen auch einen Punkt. Und das letzte Wort heute, damit verabschiede ich mich auch schon, hat Georg Scholz vom Arbeiter-Samariter-Bund. Sie hatten sich sowieso gemeldet. Sie haben das letzte Wort heute in dieser Runde. Vielen Dank. Ich darf mich natürlich erstmal bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken. Ein paar Punkte haben mir relativ viel Mut gemacht, insbesondere der Punkt 1, wo es darum ging, die einzelnen Helfer besser auszustatten und besser zu unterstützen und auch hier für finanziellen Ausgleich zu machen. Ich glaube, am Schluss ist ein bisschen deutlich geworden, wo der große Unterschied teilweise ist. Das ist eben das Problem der Entscheidungen zwischen Länder- und Bundesebene, insbesondere, ich denke, in Großschadenslösungen und Gegebenheiten. Dabei ist, glaube ich, weniger das Problem der Flutkatastrophe jetzt die letzte, sondern ich denke mehr die Covid-Situation ein gutes Beispiel, wie lange es da gedauert hat, bis Länder und Kommunen und Bund gemeinsam einen Weg gefunden haben, sich vorrangig zu bewegen. Ich denke nur daran, vielleicht kann ich die Abgeordneten ein Stück mal dazu bewegen, daran zu denken, wenn es nicht ein Covid-Virus gewesen wäre, der Grippe ähnlich wäre, sondern denken Sie nur mal daran, es würde ein Virus kommen, der, sagen wir mal, Richtung hämorrhagisches Fieber, Ebola und ähnliche Dinge werden, wie viel schneller wir uns bewegen müssten und wie viel dann doch wichtiger werden, auch zentrale, vor allen Dingen sehr schnelle zentrale Entscheidungen und nicht nur Kooperation, sondern auch einheitliche Führung ein Stück da sein müsste. Da sollte man mal ein Stück drüber nachdenken. Und als letzten Punkt natürlich als Vertreter des ASB auch Richtung BBK und entsprechenden gemeinsamen Gesprächskreisen. Man sollte auch in diesen Runden, auch beim BBK, vielleicht ein Stück mehr die Hilfsorganisationen, die ja direkt vor Ort, aber auch bundesweit organisiert sind, auch mit einbinden in seine Überlegungen und Entscheidungen. Denn man will ja später sowohl vor Ort wie auch bundesweit mit ihnen zusammenarbeiten. Und wir haben eine Menge Know-how anzubieten und darauf sollte man vielleicht zurückgreifen. Vielen Dank.